Hallo Leute, viele von euch haben auf dieses Let's Play gewartet, Fire Emblem The Binding Blade mit Tobi. Hallo. Und ich habe das Spiel noch nie durchgespielt, nur ein bisschen mal, aber keine Ahnung, irgendwie nie so richtig. Ich bin casual. Die Kennst nicht mal alle Menschen Fire und Emblem Drachen, Teile in- und auswendig. die haben koexistiert. Aber Also. dann Shattered that, nein, ich hab's zu langsam gelesen. The Great Scouring und die Menschen und Drachen, die haben einen fetten Krieg gehabt. Mach mal so. Die Drachen, die haben dann verloren und die waren dann weg. Die Menschen haben dann ihr neu gewonnenes Land neu aufgebaut und dann ist ganz viel Johannes, Zeit vergangen. das ist aber nicht die Story aus Fire Emblem 7, ne? Weil Nein, Fire Emblem 7 ist nee. ja vor Fire Emblem 6. Genau, aber Aber Fire Emblem das 6 ist ist vor Fire anders. Emblem 7 erschienen. Genau. Geil. Ganz genau. Oh, nachdem die Drachen besiegt wurden, da haben die Menschen von Elibe schnell ihre Kultur und Zivilisation über den ganzen Kontinent verteilt, gespreadet. Im Westen liegt das Königreich von Etruria. Das hat die krasseste Kultur. Die most refined, die. Tobi, Da hilf sind mir. nur Schnösel Da drin. sind nur Nur Schnösel Schnösel. drin. Nur In Schnösel. ganz Elibi, da sind nur Schnösel. Das Königreich von Bern, von Byron auf Deutsch, glaube ich. Hat ein krasses Militär und logische, pragmatische Leute haben die, und das ist okay. Es befindet sich auf der anderen Seite vom Kontinent im Osten. Da ist so spontan übersetzen, krass, ne? Spontan übersetzt, ja, dann gibt es aber von Englischlehrerin eine Sechster, ne? Ja, und das sind die zwei stärksten Nationen in ganz Elibe. Mit den fächernden Nationen, die dazwischen sind. Und das sind einmal The Lycian League. Wie würdest du das übersetzen, Tobi? Lycian League. Die Lycianische Liga, oder? Ja. Nennen wir es einfach Lycianische Liga. Das ist die Europäische Union, Alter. Das ist die EU. Und die numerous territories are independent. Ruled by a number of. Okay, ganz viel Land ist bei mehreren Markisen von. Hört sich einfach vor wie die USA. Wie die USA, Leute. Das, was Tony yeah. sagt. Die haben Vow of Allegiance, meine ich. Ilia, wo die Leute Ardously. I like your funny words, mate. Warte, was ist das für ein Wort? Okay, egal, da die Leute und Frozen Soil und many become, viele werden Söldner, um Geld zu verdienen und zu überleben, ja. Da gibt's Sakai, wo es eine Menge Clans gibt. Clane, Tobi, Herzteil von Clan, Clane. Clans. Und die haben alle so Pferde. Ja, also wie falsch, wie mongolisches Reich, so Mongolei ist die. Genau. Die lieben Pferde. Da waren ab und zu mal kamst du so Schlachten zwischen den Nationen. Und die Mehrheit von den Leuten, die in Elibi gelebt haben, lebten in Frieden. Dieser Frieden sollte aber nicht halten. Den König Zephiel von Byron hat der hat befohlen, hat seine Truppen einfach aufgetragen, okay, Elibi zu erobern. Okay. Byrons Armees erster griff zuerst Sarkhan und Ilya an, und die haben
alle, die sich gegen sie gestellt haben, massakriert. Und jetzt ist Byron auf dem Weg zu Lucia. Wollen die komplett wegwrecken. Dann Feral ist ein Territorium von Lucia, das dafür bekannt ist, für die... ja, Lucia ist sehr schön und die Lords, die dort leben, sind Ehrenmänner. Und haben scheiß Growth Rates. Die haben scheiß Growth Rates, genau. Und Ferraris Lord Roy, der ist in Ossetia auf Deutsch, ja. Lucias größtes Territorium. Da war er, als die Invasion begonnen hat. Der wurde dahin geschickt, um zu lernen. Er wollte lernen, um der nächste Marquis von Ferrari zu werden. Auslandsstudium. Auslandsstudium, genau. Und der Vater von ihm, der Sitting Marquis, der momentane Marquis, Roy's Vater, Eliwood, der ist krank, der hat eine Erkältung, deswegen kann er im Krieg nicht mitkämpfen. Und er hat Corona. Sent Roy for to return to Lee. Okay, er hat dann natürlich seinen 15-jährigen Sohn geschickt, um eine Armee zu führen, um Byron abzuhalten. Das ist eine gute Idee. Würde ich auch machen. Und da ist der gute alte Hector, der Marquis von Ossetia. Und der führt den Council of Lords in Lucia, der Council, Tobi. So, das ist praktisch der Rat. Nee. Ja, genau, der führt praktisch diesen Rat, führt er an, das ist der andere. Der Rat für Marquise. Schaut euch diesen Bart an. Alter, schaut euch diesen Bart an. Sieht ja nicht weiß. The same time, Hollywood sent for Roy. Okay. Die haben anscheinend so Frauentausch mit Kindern gemacht. Die haben beide Kinder ausgetauscht, mal schnell. Weil die Lilina, die ist jetzt bei Hollywood in Farah. Und Roy ist halt bei Hector in Ossetia anscheinend. Und die sind Bros, so Hector und Hollywood. Okay, nachdem Roy die Nachricht von seinem Vater bekommen hat, da ist er sofort, wollte er nach Hause gehen, natürlich. Taking with him his vassals, ja, seine Vasallen. Und Bors, ein Ritter von Ossetia, der sehr gut ist. Und responsible für. Der ist verantwortlich für Lilinas Sicherheit. Die Geschichte beginnt, als Roy die Outskirts. Tobi? In den äußeren Gebieten, kann man sagen. In den äußeren Gebieten von Feral. Da war. Ja. Perfekt. Alter, so viel Story. Ohne Kassenübersetzung kriegt ihr nirgends woanders, nur bei uns. Ja. Ich meine, ihr könnt auch bei Lux der Kling schauen, wo er Turn the Tables mit sie haben Piffer auf sie geschmissen übersetzt hat, aber... Hm? Boss! Die haben dich alle versteckt im Castle, Junge. Selbst Hollywood, der krasseste Ritter in Lycia, ist immer noch empfindlich gegen Krankheiten, wie scheint. Und du hattest recht, als du gesagt hast, da werden nicht viele Soldaten. Ja, du bist auf die eine Sack gerade, Alter. Die bereiten sich alle vor, um gegen Byron zu verteidigen. Natürlich bin ich richtig, Mann. Ich liege immer richtig, du Arsch. Aber Verstärkungen könnten jede Minute auftauchen. Okay, ihr Lappen, hört zu. Killt einfach jeden im Schloss, solange wir noch Zeit haben. Dann können wir hier mit all dem geilen Loot abhauen, Mann. Ich
Die haben alle so schiefe Zähne. Das sind nicht die einzigen Plätze mit geilem Loot, Mann. Lass mal das Dorf da hinten picken und alles nehmen, was sie haben. Hahaha. Lord Earlywood. Wir werden angegriffen von Banditen. Von Mount Bolm. Bergbäume, Fürchte Alter, das sind dünke dir, Bergbäume. Merlinus. Scheiße. Wir sind in so einem bemitleidenswerten. In so einer bemitleidenswerten Position. Ich könnte die alle 1v9 selbst klatschen, aber. Oh. Lord Earlywood? Lilina, du musst dich verstecken. Dieses Schloss wird eine fucking Kriegszone. Nein, mein Lord, ich kann auch kämpfen. Laber nicht. Ich könnte Hector nicht mehr blicken. Ich könnte mich vor Hector nicht mehr blicken lassen, wenn irgendwas zu dir. Wenn dir irgendwas passieren würde in meinem eigenen Schloss. Mein Vater, aber. Es wird schon okay sein, okay? Roy sollte jeden Augenblick hier sein. Wir müssen nur ein bisschen noch aushalten. Er wird diese Hurensohn Dastards vertreiben. Merlinus, pick einen Botschafter zu Roy und lass ihm wissen, wie die Situation ist. Wir brauchen seine Hilfe. Ja, mein Lord. Oh, es ist Lance. Was ist los? Wieso bist du in so Eile? In so Lord einem Roy. Weg. Banditen sind aufgetaucht und attackieren gerade das Schloss, während wir reden. Nein, ist der Marquis unverletzt? Er ist drin und verteidigt gegen den Angriff der Banditen. Aber ich weiß nicht, wie lange er mit seiner Krankheit noch durchhalten kann. Lance, nicht wahr? Ist Lady Lilina denn in Sicherheit? Du musst ein Ritter von Ositia sein. Lady Lilina ist auch im Castle. Sie sollte in Ordnung sein. Sie ist schließlich mit Lord Ellywood. Aber er kann nicht für immer durchhalten. Nein, Mann. Ich hätte nicht Lilina vor mir ins Schloss gehen lassen sollen. Lord Roy, fuck, mir fällt das einfachste Wort nicht ein, Mann. Regret bereuen, genau, danke. Ja. Lord Roy, bereuen wird nichts lösen. Wir müssen das Schloss neu einnehmen. Oder zurückholen. Walt hat recht. Wir müssen uns beeilen. Ja, du hast recht. Es ist keine Zeit für Verzweiflung. Nun gut, zu den Waffen. Unser Ziel ist das Schloss. Wir müssen jeden retten. So, nach 14 Minuten können wir nun das Spiel spielen. Ah, geil. Oh wow. Ja, die haben alle null Lack. Ist nicht wie im Hard Mode. Also So, ich wie muss spiele ich erstmal denn? schauen. Das ist jetzt ein Wie normal. spiele Man ich kann denn? nur normal spielen. Man muss das Spiel Ah, okay. durchspielen, dann kann man Hard Mode spielen, aber der ist asozial. Ich glaube, normal ist auch schon asozial. Oder Das Junge relativ ist das absolut asozial. Kacke. Ja, also, ich weiß schon mal, wen ich nicht trainieren werde. Was hast du gegen Boris? Bors. Schau ihn dir an, Junge. Soll ich Bors trainieren? Boris. Ich meine, schau ihn dir Bors, an. der Ich meine, der hat gute Bors. Defense, aber dafür hat gar Ja, er ist keine ein Offense. Ritter. Natürlich hat er Defense, aber er ist ein Schwanz. Schon. Ich meine, Elliot musst du trainieren, also du kannst doch gleich damit anfangen. Markus, ich sehe die beste Einheit im Spiel, so ungefähr. Aber warte, erstmal ein paar Einstellungen machen. Game Speed of Fast.
Reiten wir auch Da muss ich doch nicht Ding rein, hau zuerst Elibut rein. Stell einfach Elibut rein. Ne, ich wollte nur mal schauen, wie er abschneidet gegen die. Aber der rasiert die komplett. Der doppelt die doch locker. So. Die werden wahrscheinlich kaum krasse Waffen haben im ersten Kapitel. Ja, der Boss Damas. Stahlachs. Der Stilex, ja, okay, gut, der Boss und der Stilex, aber. Alle Eisenwaffen außer der, okay. Ja, Ellen und Lance muss man natürlich benutzen. Ja, die Kavallerie, die können ganz useful sein. Bogenschützen weiß ich halt nicht so. Bogenschützen sind eigentlich Code. Aber. Ja, ich finde. Aber das ist eh nur ein Normal Run, deswegen würde ich den wahrscheinlich vielleicht sogar trainieren. Einfach aus. Ja, hier kann man nicht umclassen, das geht nicht. Nee. Können die denn die doppeln? Wahrscheinlich nicht. Nee. Stellen wir ihn dahin mit dem Eisenschwert. Roy kommt einfach mal dahinter, hat ein Papier. Markus ist halt, er ist halt richtig gut. Auch besser noch, aber Markus könntest du den geben, Roy. Werde ich auch Roy geben. Ist eigentlich natürlich Pitfall, Markus nicht zu trainieren, aber weiß drauf, das ist jetzt Normal Mode, ich brauche ihn nicht. Ne? Wir brauchen die Challenge. Wir brauchen natürlich die Challenge außerdem. Oh, Boris kann sich mal hier verpissen einfach. Boris. Er stellt sich auch hier hin. Ja, Bolt geht auch nach unten. Ja. Scheiße, Mann, die Verstärkung ist schon auf dem Weg. Aber die müssen erst an mir vorbei, um ins Blass zu kommen. Okay. Oh, er weicht aus. Wunderbar. Ihr Luck mit dem RNG. Guten alten Animation. Oh, er doppelt. Holy shit. Kann er eigentlich auch gleich den Kill nehmen? Will ich Volt trainieren? Tobi, was sagst du? Bogenschützen. Was sagst du? Du machst den Call. Halt, ich glaube, gibt es schon berittene Bogenschützen in Lech? Ja, ja. Ja. Darf ich die ja trainieren? Ja. Ihr habt's also gehört, Leute, wegen Tobi trainiere ich Volt nicht. Ja. Boris auch nicht. Alle meine Homies hassen Volt. Boss hingegen, Boss. Wie schaut bei dem eigentlich aus? Er kann den Kill mal abstauben. Roy kann nicht sterben. Wenn Roy stirbt, abgestauben. Dann... Es ist unmöglich, dass er stirbt. Er nimmt den Kill einfach. So. Ja, da kommen schon die nächsten eigentlich. Ich könnte ihn da hinstellen, aber ich glaube, der würde dann auch einfach Roy angreifen. Deswegen stellen wir. Ah ne, ich greife mit ihm sogar den an. Oh, jetzt wurde er gehittet. Ah, 6 Damage. Ja, ist nicht schlimm. So, zur Sicherheit kommt einfach Markus hinterher. Ich werde Markus, glaube ich, nicht brauchen. Perfekt. Ich find's so komisch, wie Roy kämpft und sein Schwert hält. Ja, er hält das so komisch nach vorne. So. Ja, ist noch richtig komisch. Alter, er ist einfach, er wird nicht getroffen. Was mit ihm Anime ist. Moment, Alter. Na, eigentlich will ich Alan mal einen Kill geben. Er doppelt jetzt sogar schon, ne? Ah, ist der Bogenschütze. Jo, hat einen Javelin sogar, wow. Okay, was ist der Plan? Was ist der Plan, Tobi?
Glaube, ich greife mit ihm jetzt einfach den Fritzen an. Und dann kann den... dann gebe ich Alan den Kill und Lance kümmert sich halt um den anderen Typen. Um den da. Da kann die ja schon doppeln. Großer Junge. Ja, das klingt doch gut. Und Mills, ja, ich denke, Lance, da fühle ich schon so ein Potenzial, dass er hier. Das ist so Carry-Potenzial, ne? Wie viel Speed haben die? 8 und der hat 6. Der hat mehr Stärke wahrscheinlich, ja. Ja, der hat Stärke 7. Der hat. Lance ist einfach besser als Alan. Die Growths werden, halt, zeigen, was passiert. Die nächsten paar Level-Ups, die werden schon mal schlimmer, wer der wahre Herr im Haus ist. Er besucht einfach mal das Dorf. Ja, die Keks kommen ganz langsam hinterher. Ja, der Roy, der wird heute nicht mehr getroffen. Der Roy, der ist so... Der holt sich jetzt sein erstes Level ab. Oh. Oh, wird Stärke gelevelt. Ja, aber Speed. Aber Speed, ja. Ich mag Speed. Ich glaube, ich gebe ihm jetzt sein erstes Level ab auch. Na so, mal schauen. Hat auch ja, Speed auch gelevelt Speed und Defense. Defense auch gut. Wie macht man das? Stell ihn hier hin. Oh. Hey, geht ihr Ritter zum Schloss? Ich weiß, das ist nicht viel, aber bitte akzeptiert dieses Geld für uns alle. Benutzt es gut. 5000 Gold. 5000, das ist nicht wenig, ja. Ja, einfach gerade die Dorfbewohner bestohlen. Ey, die wollten es ja. Die wollten, dass ich es habe. Wir haben sie einfach dazu genötigt. Was machst du, wenn so Soldaten reinkommen? Ah. Ja, Lance doppelt jetzt safe alle. Aber Alan darf jetzt ein paar Kills machen. Der arme Alan. Warum? Der will die. Der will sie alle. Nach vorne. Ich muss mir wahrscheinlich irgendwas raussuchen, wo steht, wie man zu den Bonus-Kapiteln kommt. Die sind wichtig für das True Ending. Ja. Wem gebe ich den Kill? Weil ist das auch der Teil mit George oder ist das. Nein, George ist Fire Emblem 1. Er geht einfach hier nach vorne. Dein erster 5-Star, ne? Ah. Oh, er doppelt jetzt auch. Weil er Speed gelevelt hat. Die können hinten bleiben. Und Alan holt sich im nächsten Zug sein Leveler. Jetzt ordentlich was. Dann sehen wir ja, wie gut die werden. Bei dem sehe ich Potenzial. Der macht jetzt Strength, Skill, Speed, Defense. Der macht so okay, alle. Vielleicht auch nur HP und Defense. Aber Tankiness ist auch wichtig, ja. Kommt der? Der kommt zu dem Wald. Die Frage ist, bewegen sich die Typen? Wahrscheinlich schon, oder? Ja. Die sollten sich bewegen, ja. Nur der Bot, der bewegt sich, glaube ich, nie in dem Spiel, weil ja, die bewachen immer irgendein Ding, was man einnehmen muss.
Er kann sich noch mal gönnen. Roy darf noch mal einen Kill machen. Kann er schon mal hinterherkommen? Ich glaube nicht, ne. Können wir ihn einfach hier hin. Oh, die kommen jetzt auch. Der Roy wird immer noch nicht getroffen. Low hit run. Wow. Der macht da den Finisher. Ich glaube, Roy schafft den Schützen aber nicht. Jawohl. Ich meine, er könnte einen Double, ne? Macht er ja. Die schaffen beide den Finisher nicht. Ich glaube, Roy 5 Defense, 18 HP. Halt 13 und 10. Also 5 und 8. Nee. Passt alles gut. Obwohl. Achso, der macht nur 7 wegen Axt. Nee, wenn. Na, ist riskant. Da könnte ich schon sterben. Ach jo. Aber er muss halt den angreifen und Roy den schützen. Dann ist alles in Ordnung. Perfekt. Komm, weich aus. Oh. No hit run vorbei. Let's play wird abgebrochen, Leute. Weißt du, was mir gerade einfällt, Tobi? Ich wollte eigentlich noch Donkey Kong Jungle Beat zu Ende spielen. Oh, scheiße. Egal, egal. Das kommt irgendwann. Ich gönne ihn gerade richtig. Der holt sich noch ein Länger. Der Erden. Im Deutschen heißt er, glaube ich, anders. Im Deutschen heißt er gar nicht. Oh, lol. Nicht schlecht. Denn dieses Spiel gibt es nicht auf Deutsch. Holy shit, der kann Roy umbringen. Holy shit, der kann Roy umbringen. Warte, was? Haha, der macht so viel Damage. Der macht eine Menge Damage. Stell ihn einfach hin und warte. Das wird überleben. So. lass einfach da stehen. Das ist schon blöd. Ich glaube, den kriegst du vielleicht nächstes Kapitel oder so. Na, okay. Ein Heiler vielleicht. Ich glaube nicht. I don't know. Ihr scheiß Idioten. Könnt ihr nicht mal ein paar erbärmliche Ritter umbringen? Waterfront. Der kommt. Ich mache jetzt riskant. Risky Plays. Ich meine, 30% Hitchhikes. Ja, easy. Ich hatte natürlich einen Plan bereit, falls er wirklich so scheiße ist und Mist. Ja, der heilt sich. Ja, der macht das. Siehst du, wie gut der den auseinander nimmt. Aber den Kill gebe ich Roy einfach. Gebe ich Roy den Kill? Ja. Ja. Oh fuck, er kann ja immer noch sterben mit einem Hit. Das habe ich gerade ein bisschen vergessen. Ich dachte, der. Wohl nee, ich habe doch den Notfallplan bereit. Oho, Notfallplan. Der Notfallplan.
Stell dir vor, er Der hätte gecrittet und. Bogenschütze. Stell dir vor, er hätte einfach gecrittet und den Kill genommen. Jetzt stell dir vor, er weicht aus und den Kreuer. Natürlich, er misst, Junge, er misst so. Ja. Oh, schade. Besser ist es. Das Was wäre das so. gewesen. So stark. Er hat schon wieder Speed und Dress. Wer hat auch Dress? Egal. Kapitel 1 quasi fertig. Wow. Vater, Lilina. Roy, bist du das? Roy. Dement. Ich bin so froh, euch zu sehen. Zum Glück seid ihr nicht verletzt. Danke für die Rettung, Roy. Natürlich, Vater. Wie geht's dir? Ach, geht schon. Ich hab noch ein bisschen Leben in mir. Hoho. Der gute alte Elion. Aber Roy, weißt, warum ich dich hierher zurückgeholt habe? Ich werde der Anführer von den Soldaten von Feral. Ja? Wir müssen dem Rest der lysianischen Armee beitreten, um unsere Leute zu beschützen. Ganz genau. Und wie du weißt, Byron hat schon die Invasion in Lycia eingeleitet. Wir sind ehrengebunden, die antiken Schwur unserer Allianz einzuhalten. Lycia braucht Every Lord's Army must oblige. Lycia braucht die Armee von jedem Lord und wir müssen obligieren. Alle bleibt scheiße, also Oblig. wir müssen dem Folge Dem leisten. Folge leisten, genau. Deswegen ist der Tobi hier dabei, ne? Genau. Es tut mir wirklich leid, deine Studien zu unterbrechen und dich in diesen Krieg zu zwingen. Aber mir geht's nicht so gut und ich bin in keiner Kondition, um eine fucking Armee zu führen, Mann. Warte. Lord Eliwood, ich werde mit Roy gehen. Mein Vater führt Lycias größte Armee. Und ich kann so ein bisschen Magie benutzen und kann Roy helfen. Lemaun, nein, Lilina. Du verpiss dich zurück nach Rositia, Mann. Warum? 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 Der Hector, der bereitet sich gerade auf den Kampf vor. Und da ist niemand auf dem Thron von Ositia reift. Und es muss ein uneasy feeling. Es muss ein Ungutes Gefühl. unwohles Gefühl für die Leute sein, dass da kein Lord ist. Und als die Tochter des Marquis musst du diesen Thron jetzt einnehmen, bis Hector zurückkommt. Das wird die Leute beruhigen. Hast du irgendwelche Einsprüche? Nein, mein Lord. Roy, ich habe arrangiert, einen Vertrag mit einer Gruppe von Söldnern. Du wirst sie an der Grenze von Byron treffen. Merlinus wird dich begleiten. Merlinus! Er ist erfahren und hat viel Wissen und er wird dir von großer Hilfe sein. Danke für alles, Vater. Mach dir keine Sorgen, mein Sohn. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Kämpf mutig und zeig jedem, wie krass der nächste Marquis von Ferrar ist. Ja, Vater. Bors. Ich muss dich da um einen Gefallen bitten. Du musst dich fragen, my lady. Allein. Ich will Lord Roy begleiten in seiner Reise und mit meinem eigenen Leben.
beschützen. Danke, Bors. Bors, Alter, der hat auch so eine Schmalzlockenfrisur, Alter. Pass auf dich auf, Roy. Ich werde auf mich aufpassen. Du auch, Lilina. Okay, ich würde sagen, nach 35 Minuten kann das Part 1 gewesen sein. Nun gut, Leute. Würde ich sagen, schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein, wenn es heißt Fire Emblem, The Binding Blade. Ciao. Und schlechte deutsche Übersetzungen.